Gewitter im Kopf, meine Freunde, war gemeinsam im Fitnessstudio. Und ich würde sagen, da schauen wir uns doch auch mal ganz kurz an, was da so passiert ist. Let's go, der Hase, würde ich sagen. Bevor dieses Video anfängt, möchten wir gerne noch ein, zwei Worte zu dem Thema momentan verlieren. Der Tim hatte Ebola. Nein, nicht das, bevor er dieses Video... Nein, nicht das. Tim schon richtig genervt. Schaut, wir haben dieses Video vorproduziert, vor dieser ganzen Pandemie-Geschichte, okay. Vor dieser massiven Ausbreitung. Ha, ja, ja, ihr Wichser. Unser Appell an euch... Bleibt wirklich zu Hause, damit wir es gemeinsam schaffen, diesen Virus endlich mal einzudämmen und diese Sache irgendwann nochmal ein Ende hat. Bleibt wirklich zu Hause. Verreckt doch, sagt Gisela. Zu Hause, wenn es nichts ist, weswegen ihr unbedingt nach draußen müsst. Corona! Und schützt somit nicht mal unbedingt euch, sondern auch ältere Menschen oder Menschen, die nicht so ein starkes Immunsystem haben. So, und damit... wünschen wir euch auch viel Spaß bei dem Video und hoffen, dass ihr weiterhin alle gesund bleibt und es euch gut geht. Ihr Wichser! Hey Ganz Leute, genau. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ja, okay, man sieht wirklich, dass das schon was länger her ist, Alter. Tim noch mit der alten Frisur, glaube ich sogar. Heute werden wir mal wieder eine neue Alltagssituation auf unserem Kanal präsentieren. Sehr alltäglich. Sehr alltäglich. Ja, ich weiß nicht. Ist es bei dir alltäglich? Das kann sich auch ändern. Auf jeden Fall sind wir heute im Fitnessstudio und ich gehe da mal ein bisschen trainieren. Das ist halt eine Alltagssituation bei mir. Genau, wir schauen mal nach, wie sich deine Ticks auf das Training auswirken oder was da für Ticks kommen werden, wenn wir im Fitnessstudio sind. Was hast du für eine Vermutung? Du denkst, es wird sich eher an Grenzen halten, ne? Ich glaube, dass wenn ich... Ich glaube, man ist ja konzentriert und so, man hat ja Kontrolle über den Körper. Ich denke mal nicht, dass da irgendwas krass passieren wird, oder? Körperlich stark angestrengt bin, dass die Ticks dann in dem Moment unterdrückt sind. Also, dass sie halt nicht rauskommen. Okay, wir werden uns das Ganze mal... Leute, die haben das Video vor Corona aufgenommen. Nochmal hier der Hinweis. Er schreibt nicht in den Chat, die beiden haben auch nicht genug Abstand zueinander. Mal angucken. Bin mal gespannt, ob trotzdem irgendwelche Sachen passieren werden, weil da drinnen hängen ja auch so Sachen wie ein Boxsack oder irgendwelche Seile oder Desinfektionszeug. Du bist der Boxsack und das Seil brauche ich für dich. Was heißt das? Ich werde heute... Ich glaube, er würde dich an der Decke aufhängen. Ich will hinter der Kamera sein und mal ein bisschen dein Training mitfilmen. Genau, deswegen, du triffst gleich den Nico. Nico ist ja Personal Trainer oder Fitness Trainer. Und ich dachte, der Stewardess. Okay, Leute, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr erwartet von dem Video. Also was jetzt passieren könnte eventuell. Oder ob ihr vielleicht denkt, dass gar nichts passiert. Und wir wünschen euch sehr viel Spaß für diesem Video. Nein. Nein. Hallo. Ich desinfiziere dich. Hi. Hi. Ich bin der Nico. Ich bin der Jan. Ich hab gehört, du willst heute ein bisschen Sport machen. Wo ist denn jetzt hier erstmal die Weinbar? Perfekt, Gisela, entspann dich. Es wird erstmal nicht getrunken, Bro. Also ich würde sagen, wir machen heute mal ein kleines Workout. Ja? Ich will Wein trinken. Ja, Wein kommt vielleicht danach. Ach ja, das ist cool. Ich würde sagen, als allererstes zieht sich einfach mal um. Ich habe übrigens Ebola. Okay, das mache ich. Die Umkleide ist da hinten, dann ziehst du dich einfach gerade schnell um. Nein! Dann treffen wir uns. Ich breche Gesetze. Fresse zu! Ich breche Gesetze? Was ist denn da schon wieder los? Sonst wirst du abgeschoben nach Weißrussland. Alter, Editing Skills on the fleek. So, perfekt. Bist schon umgezogen. Ja. Ich würde sagen, wir machen als erstes eine Seilspringen. Warum hast du eine Peitsche? Was ist das für Das ist keine Peitsche. Das ist einfach nur ein Seil. Ich zeige jetzt erstmal, wie es geht. Ja, mit dem Seil. Einfach als Cardioeinheit. Bisschen Rope-Jumping. Und zwar Seil hinter deinen Körper, ja. Fängst an, einfach ganz locker springen. Ohne Wie unnötig, Alter. Digga, Jan, warum macht Gisela das? Erzähl es mir, wieso? Ohne das Bein am besten. Ja, das hast du schon mal gemacht? Ich glaube mit 12 zuletzt, aber es hat eigentlich recht gut funktioniert. Ja, dann probieren wir es einfach nochmal. Ja, sieht auch ganz gut aus. Du springst dazwischen nochmal, ne? Ja, kannst du machen, wie du willst. Also einfach, wie du es gewohnt bist. Ich tanze Flamenco. Sagen, gehst ein bisschen weiter nach vorne, sonst hast du hinten das Teil. Sag mir nicht, was ich tun soll. Sorry. Ich würde sagen, wir gehen zur ersten Übung. Und zwar machen wir als erstes die Beinpresse. Nein. Ich fange gerne von großen Muskeln zu kleinen Muskeln an zu trainieren. Das heißt, wir trainieren jetzt erst die Beine, weil das so ziemlich der größte Muskel im Körper ist. Ich zeige jetzt einfach erstmal, wie es geht. Und danach setzt du dich rein und guck mal, wie es bei dir funktioniert. Beinpresse, Alter. Anders eklig die Übung, wirklich anders eklig. Oberschenkel, ciao. Was denn für Sexspielzeuge? Ja, ne, das sind nur Geräte hier zum Trainieren. Legst dich zurück, versuchst jetzt die Fußposition so zu wählen, dass du ungefähr die Füße ein bisschen leicht nach außen hast. Ja, du Arsch! Drücken nach oben. Leichte Beuge. Ist jetzt gar kein Gewicht drauf, Bro. Beuge im Bein halten.
gehen wieder runter, drücken wieder hoch. Okay? Und das Gewicht ablassen. Genau, versuch die Füße, sieht schon ganz gut aus, relativ schulterbreit. Genau, bevor du hoch, also wenn du hochdrückst, nein, komm ungefähr mit dem Fuß hier hin. Also so. Genau, ein bisschen enger, perfekt. Jetzt darauf achten, nicht ganz durchstrecken, immer eine leichte Beuge haben. So, das machst du jetzt ungefähr 12 bis 15 Mal einfach mal zum Aufwärmeinsatz. Und dann packen wir gleich mal Gewicht drauf. Hast du mitgezählt? Nee. Nee? Ich glaube, es sind ungefähr 6 jetzt. Ich glaube, das waren 12. Mindestens. Gisela, auf zu lügen, Alter. Die links, die sehen so klein aus. Hitler! Ja! Wir mal die. Fallen jetzt nochmal die 12 Wiederholungen einfach an. Schon gefährlich, ne? Wenn da jetzt irgendwie ein Tick kommt und das Gewicht runterscheppert. Hier bist du, hast du mitgezählt? Ach nee, schon wieder nicht. Das Wichtigste ist auch bei den Übungen, versuch bei jeder Übung den Bauch extra noch mit anzuspannen, also den gesamten Rumpf. Dass du im Rumpf wirklich stabil bist. Den Core anspannen, ganz wichtig, den Core anzuspannen. Und was sagst du, einem Querschnittsgelähmten? Gut, das wird sicherlich schwierig. Schwierig. Ja. Na, Behinderte diskriminieren, ne? Ja, ja! Also ich fand das Seitenspringen etwas anstrengender. Echt? Ja. Ist das normal? Es kommt drauf an, wie stark er ist, aber du siehst ja, er hat schon sehr kräftige Waden auf jeden Fall, deswegen... Digga, was sind das für Monsterwaden, Alter? Was ist bei dem Jungen los? Kickbox sein Vater oder was? Ist er da schon mal gut veranlagt. Dafür bin ich blöd. Corona! Als zweite Übung würde ich sagen, machen wir Rudern. Das heißt, wir trainieren jetzt den Rücken. Ja. Das machen wir hier an dem Rudergerät. Ich stelle es erstmal hin. Okay. Hol den Griff in die Hand. Lass den Rücken am besten gerade. Oh, hier Rudern ist so eine eklige Übung, Alter. Das ziehst du quasi in Richtung Bauchnabel. Tust du einen Fuß hier oben drauf. Lässt dich dann runterkleiden. Ja? So, jetzt darfst du selber entscheiden, wie viel willst du hochgeben. 1000, ja. 1000. Ja, so viel gibt's dir, glaube ich, gar nicht, ne? Nee, nicht ganz. Okay. Geiler Trainer, darfst du selber entscheiden. Ich gebe dir mal keinen, mach einfach mal, wie du meinst. Dann versuch mal jetzt so viel, wie du schaffst. Wenn du kein 12 schaffst, ist nicht schlimm. Dann ist das aber schon mal ein gutes Gewicht, wo du dich steigern kannst. Aber 12 Promille schaffe ich. Junge, wenn du 12 Promille schaffst, bist du tot, Alter. Perfekt. Aber saubere Ausführung auf jeden Fall. Nicht schlecht. Jetzt haben wir die Beine trainiert. So ein anderes, so ein Oldschool Arnold Schwarzenegger Gym. Ich hab noch nicht den Kiefer trainiert. Hast du Ecstasy? Finger weg davon, mein Freund. Nee, hab ich nicht dabei. Hab ich nicht dabei. Achso, er hat's nicht dabei. Hat aber nicht gesagt, dass er keins hat. Ah ja, da aufpassen. Das BKA ist hier auf den Fersen. Also, wir gehen jetzt erstmal an die Brustmaschine. Die Brustmaschine. Ja, das ist okay. Wieso macht der kein Bankdrücken, Alter? Benchpress, Junge. Diese Fratzen dabei, Junge. Ich glaube, Bankdrücken ist halt auch... Also ich weiß ja nicht, wenn halt dann ein Tick kommt und man hängt halt quasi so in der Bewegung, boah, schwierig, oder? Krass, wie konzentriert der wirklich dabei ist, ne? Jetzt haben wir die Brust trainiert. Ja. Jetzt kommen wir zum Trizep. Der Trizep. Nicht der Trizep, sondern der Trizep. Die Einzahl, ein Trizep, zwei Trizeps, Trizepsen, perfekt. Quasi ein Hilfsmuskel beim Bankdrücken. Wir machen das jetzt hier einmal mit dem Seil. Und zwar haben wir jetzt hier einen Kabelzug. Nur diese Bewegung, drück hier runter, ja, easy. Einmal ganz durch. Standardübung. Komm wieder ungefähr bis 90 Grad. Drück wieder runter. Schön zum Schwanz runterziehen, als wäre da irgendwie eine Muschi drauf. Bis 90 Grad, also ganz durchzustrecken. Oder wenn es zu viel ist und sagt, dann machen wir ein bisschen weniger. Oder geht das noch? Das geht. Das geht noch, genau. Der Ellenbogen, der bleibt jetzt. Scheiße, Alter, Digga, wenn du dir da was verreißt, Junge, das ist echt nicht cool. Da musst du wirklich aufpassen, Mann. Der bleibt jetzt quasi hier und du drückst dann einmal ganz runter durch. Ellenbogen genau. Auf der Stelle lassen, Grad. Auf der Stelle. Nein, Ellenbogen unten lassen. Runter. So, bei wie viel bist du? Zieht die Schultern an und so, ja, Herr Trainer, da müssen Sie drauf achten. Das müssen ungefähr 12 gewesen sein. Genau. Ja. Okay, nach dem Trizep machen wir jetzt noch eine. Im Hintergrund ist Vive HD, springen wir zurück. Warte mal, ich glaube, ich kenne den Typen sogar. Der ist doch Personal Trainer. Das war ein Kollege von Lukas, wenn ich mich nicht sogar irre. Hast du schon mal mit Kurzhandel irgendwas gemacht? Ja. Das ich habe die rumgeworfen. Das wird jetzt auch passieren. Das versuchen wir heute nicht zu machen. Kabel zu. Da ist
Nur diese Bewegung. Da ist Vive, da. Eklig, Alter. So, bist fertig? Ja. Perfekt, dann darfst du die Hand wieder ablegen. Sehr gut. Das verstößt gegen das Infektionsschutzgesetz. Junge, Alter, aufpassen, Digga. Tröpfcheninfektion auf Gummibändern, ganz schwierig. So, Jan. Der Typ sieht aus wie Chef Strobel, ja, aber ist, glaube ich, ein Kollege von der Vive. Fertig? Ja. Wie fandest du es? Mir hat es sehr gut gefallen. Also dadurch, dass ich es teilweise echt sehr anstrengend fand, denke ich, dass es ziemlich gut war. Ja, perfekt. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir heute alleine hier im Gym. Ja. Normalerweise benutzen wir natürlich auch ein Handtuch. Aber jetzt müssen wir die Geräte nochmal desinfizieren. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal los, oder? Ja, sicher. Natürlich, klar. Das wird sicherlich jetzt nicht eskalieren. Ja. So. Ich will es jetzt. Sind das hier diese... Genau. Okay. Da ist der Chef, ich will es jetzt. Drin. Ich glaube, ich habe es. Ah, das ist komisch. Vorsichtig. Oh, Junge, nein, das ist Öl, Alter. WD-40, ganz schön. Finger da weg. Falsche. Ja! Genau. Einfach mal die Flasche daneben nehmen. Ist egal welche. Ist sie schon offen? Ja, ist ja. Sie okay. Und jetzt gehen wir einfach mal überall dahin, wo wir dran waren, okay. An den Geräten. Ich hatte. Na, Junge, Alter. Du kannst dem Jungen doch nicht sowas in die Hand geben, Junge. Es muss jetzt erstmal das ganze Fitnessstudio wegen Vive desinfiziert werden. Also ich hatte das hier an der Hand. Ja, ist gut. Nein, es wird nie genug sein. Es wird nie genug sein. Ja. Da hat der Lukas dran getatscht. Ja, ganz genau. Ganz viel. Wischt man das nicht eigentlich noch ab? Just asking. Also ich meine, es bringt ja nichts, wenn man das einfach nur drauf sprüht, oder? Ja, wollte gerade sagen. Ja, vielleicht genau da. Ja. Diese arme Kamera, Alter. Das war's auch schon wieder mit unserem heutigen Video. Interessant. Viele von euch wollten ja mal sehen, wie es so aussieht. Interessant, sehr gut. So.